Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gravity Rush. Weiter geht's. Okay, da muss ich runter. Das ist der schnellste Weg. Hier wieder ein paar was. Hier was ausgeben. So, Seilbahn ist jetzt aktiviert. Ein Zeitrennen? Okay. Ach, 3000 Punkte, das müsste ja gehen. Nimm das. Geht doch. Und weitere sind erschienen. Aua. Der hat ganz schön viel Leben gekostet.
Ne, 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 ne. So, jetzt da oben hin. Ich glaube, 3000 Punkte war das Limit. Ne, jetzt werde ich ein bisschen die Zeit ein bisschen verstreichen lassen. Ich glaube, 3000 Punkte war das Limit. Mehr brauche ich nicht. Ich habe auch nur noch wenig Leben. So, die nächsten Herausforderungen sind hier. Da muss ich, glaube ich, da lang, um dahin zu kommen. Und muss mal wieder was ausgeben. Freies Rennen? Was wird jetzt gemacht? So, hier lang. So, 1:11. Geschafft! Das auch sogar mit Anhieb Gold. Ja, das war ja jetzt einfach.
Das ist unter mir. Da unten. Und noch eine Herausforderung. Na, was muss ich jetzt tun? Diese Hitboxen. Das geht aber besser. Du sollst ja nicht festhalten. Ah!
Zumindest das eine habe ich jetzt. Silber wollte ich mindestens haben. Gold weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Da will ich hin. Das ist hier in dem Bahnhof. So, der Zug ist jetzt auch wieder aktiv. Ah, ein Gleitrennen. Fünfundfünfzig Sekunden. Ich glaube, das ist machbar. Ich habe mich noch einmal ein bisschen verfranst. So, hier lagen. Und Ziel geschafft. Das habe ich aber um Längen geschafft. Oh, hier ist auch eine Nebenaufgabe. Wow. Ups. Ich hab mich verdrückt.
Das wollte ich gar nicht drücken. Hier ist auf jeden Fall noch eine Information auch noch. Eine neue. Weil Goldie war vorher nicht da. So, jetzt muss ich erstmal wieder zu einem Gulli hin. Wobei ich jetzt nicht weiß, wo ich genau bin. Ah, direkt unter mir. So, speichern. Warum bist du denn hier? Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal einen Cut und bis zum nächsten Part.